erforderlich, euch hier unter Arrest zu stellen, bis wir genauer über die Ereignisse Bescheid wissen. Moment, kriegen wir unser Zeug zurück? Wenn ihr freigesprochen werdet, erhaltet ihr eure Habseligkeiten zurück. Ihr werdet in der TSF-Station festgehalten, bis ein Quartier gefunden wurde. Anschließend steht ihr unter Hausarrest. Habt ihr das verstanden? Gut. Meine Männer werden euch nun alle Waffen und Rüstung abnehmen. Folgt mir. Und ich lande wieder im Knast. Na, da kennst du dich wenigstens aus. Boah, diese Stimmen, ne? Voll Psycho. Oh lala, wer sind sie denn? Mrs. White here. Here. Oder so. Ihr werdet hier nur kurz festgehalten. Die Unterkunft für euch und eure Gefährten wird in diesem Moment vorbereitet. In Kürze wird euch jemand in ein Apartment in Wohnmodul 082 bringen. Wir haben noch Papa. Ich habe zu tun. Eure Fragen müssen warten. Unverschämtheit. Ich habe hier ein 4-Sterne-Gefängnis gebucht. Tja, wir bleiben wohl ein Weilchen hier. Machen wir es uns gemütlich. Ja. Jemand nähert sich. So, das ist also der letzte Jedi. Also ehrlich gesagt hätte ich mehr erwartet. Aha, aha. Das bezweifle ich, aber immerhin scheint ihr Mut zu haben. Die Exchange hat ein Kopfgeld auf Jedi ausgesetzt. Ihr seid ziemlich wertvoll. Die Geno Haradan, wie? Ihr hört euch an, als wäre es eine Ehre, einer dieser Totenanbeter zu sein. Hä? Es ist eine Ehre. Nur wenige werden auserwählt. Euer Kult tötet doch nur für Geld. Ihr seid die billigsten und wertlosesten Söldner der Galaxis. Da würde ich ja noch lieber einen Mandalorianer anheuern. Kein Mandalorianer kommt einem Jünger der Geno Haradan gleich. Kein Mandalorianer hätte in diese Station eindringen, die Identität einer Wache annehmen und... Und was? Wolltet ihr die Energiefelder unserer Käfige überlasten, damit es nach einem Unfall aussieht? Wagt ihr es nicht, gegen mich zu kämpfen? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, aber ihr habt recht. Vielleicht ist eine persönliche Lektion angebrachter. Ich habe mein Leben dem Meister der Geno Haradan gewidmet. Und eurer Vernichtung. Zufällig sind die Überwachungskameras ausgefallen. Es wird keine Zeugen für euren Fluchtversuch geben, bei dem ich euch leider töten musste. Bis diese Dummköpfe merken, dass ich nicht zu ihnen gehöre, bin ich über alle Berge. Oh Mann. Los, Jedi. Zeit zu sterben. Hey, lasst ihn in Ruhe. Ihr wollt kämpfen? Dann kommt her, wenn ihr euch traut. Das macht ihr kein zweites Mal mit mir. Früher oder später werde ich euch alle vernichten. Eine alte Frau, ein Narr und ein gefallener Jedi sind keine Gegner für mich. Boah, was ist das denn für ein Psycho? Nein, nicht wieder. Hallo, hallo, hey, hallo, hallo, hallo. Ja, ich kann ja nichts machen. Hallo. Warum dreht das Ding? Überwachungskameras, hä? Was? Was ist hier los? Mann am Boden, schnell einen Sanitäter. Okay, Jedi. Geht langsam zurück in den Energiekäfig. Aber so, dass ich eure Hände sehe. Wenn ihr kooperiert, müssen wir euch nicht erschießen. Kommen Sie, Lieutenant. Sie sind schon tot. Wer ist das? Ist das Batu Ram? Ram ist kein Killer. Batu Ram ist weg. Er dürfte nicht mehr auf der Station sein. Er ist es nicht. Der Sache müssen wir noch nachgehen. Aber eines ist klar. Das kann nicht einfach gewesen sein. Wir haben ein Apartment im Wohnmodul 082 vorbereitet.
Ihr steht dort unter Hausarrest, bis unsere Untersuchungen des Piragus-Falls beendet sind. Ihr steht unter dem Schutz der TSF. Ich werde persönlich alle Besucher überprüfen. Wir gehen dieser Sache auf den Grund, so gut wir können. Officer, bringen Sie Lieutenant Yima den Bericht über diesen Zwischenfall. Sie kümmert sich darum. Der Rest kommt mit mir. Wir bringen euch zum Apartment in 082. Und ich hoffe, die Kamera spinnt nicht so rum wie eben gerade. Manchmal hat er irgendwie solche Aussetzer, wo der einfach mal ein bisschen USB... Das ist für die Dauer eures Hausarrestes eure Unterkunft. Zwei Beamte werden vor der Tür Wache stehen. Ich überprüfe alle Besucher, damit es keinen Zwischenfall gibt. Könntet ihr uns ein paar Blaster hier lassen? Nur zur Sicherheit. Was soll das denn? Leichtes Kopfschütteln hier. Das weiß ich nicht. Eines unserer Schiffe untersucht die Ruinen der Anlage. Das könnte schnell gehen. Wir informieren euch. Immer noch besser als ein Energiekäfig. Wenn es Probleme gibt, kontaktiert die Station mit dem Terminal an der Wand. Gehen wir. Das ist nicht gut. Wir müssen hier weg. Was denkst du, wird die TSF da draußen wohl finden? Sie könnten diesen... Ach, weißt du was? Vergiss es. Solange wir hier festsitzen, ist das doch völlig egal. Schwer zu sagen. Ich fürchte, wir dürfen nicht zu lange an einem Ort verweilen. Obgleich uns unser Weg hierher geführt hat. Ich muss ein wenig meditieren. In der Zwischenzeit sollten wir uns ausruhen. Ja, nur zu. Meditiert ruhig. Ich könnte auch eine Mütze Schlaf ertragen. Dann gehen wir mal ins Bett. Oh, was ist denn hier los? Hier los. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mal gucken. Mal gucken, ich entferne mal kurz die... Ich weiß nicht, warum der manchmal so einen Dreher hat. Ich bin jetzt mal aus dem Spiel getappt. Ich gucke mal... Also, per Tab-Taste... Versteht schon. Oder liegt es an... Nee, mein Controller ist nicht angeschlossen. Alter... Hallo. Warum gehst du nicht einfach ran? Ja, ich versuch's ja. Okay. Ich glaube, wir gehen kurz nochmal ran und danach beenden wir den. Ich muss dann das Spiel nochmal komplett neu starten. Oder wir beenden dann an dieser Stelle. Wir nehmen mal den Anruf an. Verzeihung. Ihr habt Besuch von Moser. Er vertritt hier auf Telos die Sanierungsinteressen der Itorianer. Lieutenant Gren hat ihn überprüft, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Was will er denn? Er behauptet, dass ihn Shodo Habat geschickt hat. Mehr will er nicht sagen. Gut, dann schickt ihn. Natürlich. Ich bringe ihn zu euch. Was ist das denn? Worum geht es? Ufta. Das verstehe ich. Tuf
Ja, also der wiederholt eigentlich viele Sätze, aber sagt immer was anderes. Das ist schon eine interessante Sprache. Was hat die davon? So, kann ich irgendwie helfen? Vielleicht sollte Shodo Habat seinen Blick auf sein eigenes Volk richten, wenn es wirklich so leidet. Ich überleg's mir. Step, step, step. Vielleicht können wir uns jetzt ungestört ausruhen. Ausruhen. Den nehme ich jetzt aber nicht mehr an. Wir beenden jetzt den Part, weil auch das Spiel irgendwie einen Drehwurm hat. Ganz ausgezeichnet. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Star Wars wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.